Hallo, mein lieber Witter, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Witter. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Widder. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Witter, ich sehe, hier geht's gerade ein bisschen um eine triste Stimmung. Ich kann dich aber beruhigen, ja, das soll sich hier im Laufe der Legung zeigen, wie du das hier auflösen kannst. Ja, also ich sehe hier eine sehr gedrückte Stimmung. Das sehe ich auch hier in der Außenschau. Ja, also das kann bei manchen auch tatsächlich ein gesundheitliches Thema sein. Da wie immer mein Einwurf, eine Kartenlegung kann natürlich zu keinem Zeitpunkt einen Arztbesuch ersetzen. Ja, also solltest du ein gesundheitliches Problem haben, dann weißt du, dann ist es Zeit, in die Eigenverantwortung zu gehen. Ja, aber insgesamt geht es hier mehr um eine drückende Stimmung. Und ich sehe hier auch eine zwischenmenschliche Angelegenheit. Du fühlst dich hier von einer bestimmten Person alleingelassen oder unverstanden. Ja, diese Person vertritt andere Werte als du. Oder ist hier vielleicht auch nicht ganz so aufgeschlossen, vielleicht für eine neue Herangehensweise. Ja, es geht hier um irgendein bestimmtes Thema. Ich würde sagen, wir holen uns hier jetzt noch eine Information ein. Okay, also es geht insgesamt um einen Anfang, vielleicht etwas Neues zu starten. Und da kann es vielleicht auch sein, wenn ich mir das so ansehe, dass sich hier im zwischenmenschlichen Bereich irgendetwas querstellt, du hier etwas Neues ausprobieren möchtest, aber aufgrund von dieser zwischenmenschlichen Situation fällt das gerade nicht so leicht. Also ich sehe hier schon, dass sich hier durch diese Situation etwas grundlegend querstellt. Da würde ich sagen, schauen wir direkt in die Blockaden. Ja, was ist hier herausfordernd? Was ist blockiert? Oder was blockiert hier dein Vorankommen? Da haben wir jetzt gleich nochmal dieses Thema mit der gedrückten Stimmung. Ja, das ist ja auch auf deiner Ebene. Ja, also dir geht hier aktuell ein bisschen die Energie aus. Und auch das sehe ich hier im Zusammenhang mit dieser Person aus deinem Umfeld. Wir schauen ja immer auf das gesamte Umfeld. Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld, ja. Also nur, dass du das hier dementsprechend einsortieren kannst, um welche Verbindung es hier geht. Ja, und diese drückende Stimmung, die wirkt hier natürlich zusätzlich hinein, ja. Das ist hier irgendwie etwas, das ist hier wie ein kleiner Teufelskreis, ja, wo es hier aktuell ein bisschen schwierig ist auszubrechen. Aber ich sehe schon, dass das hier demnächst der Fall sein soll. Also so soll es auf keinen Fall bleiben. Wir schauen jetzt mal weiter.
Hier auf dieser Position kann ich erkennen, ja, also auch hier sehe ich eine Erschöpfung oder eine beginnende Erschöpfung. Das bedeutet, bei manchen ist das hier noch relativ am Anfang und soll hier noch abgefangen werden. Und parallel neben dieser schweren Stimmung habe ich hier die Ruhelosigkeit, ja, also eine Stresssituation. Etwas macht dich hier enorm unruhig, ja. Das kann hier durchaus auch damit zusammenhängen, dass du hier etwas Neues beginnen möchtest oder neu an etwas herangehen möchtest. Ja, also manche fühlen sich hier schon auch ein bisschen getrieben. Ja, es soll etwas geschehen, aber irgendwie kommt man hier gerade nicht so recht vom Fleck, weil sich hier irgendetwas querstellt. Wenn wir jetzt hier weiterschauen ins Umfeld, ja, dann wir schauen uns immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen zu tun hat oder eben einer ganz bestimmten Person. Das sehe ich jetzt auch, was hier los ist mit dieser Person, die wir hier in der Ausgangssituation bereits gesehen haben. Ich sehe, du kannst dich hier irgendwie schwer schützen im übertragenen Sinne oder irgendwie abgrenzen. Vielleicht braucht diese Person aktuell auch sehr viel Aufmerksamkeit von dir. Das kann natürlich auch sein. Also, dass du dich hier vielleicht ein bisschen loslösen möchtest aktuell und das irgendwie nicht so ganz leicht fällt. Da wollen wir jetzt auch mal tiefer hineinblicken, was wir hier noch in Erfahrung bringen können. Okay. Ja, da dürfte ich richtig gelegen haben. Also hier sehe ich, du möchtest dich hier auf das Wesentliche konzentrieren im zwischenmenschlichen Bereich und es ist hier irgendwie zu viel los. Und für mich hängt es hier schon hauptsächlich mit dieser Verbindung hier zusammen. Ja, also diese Verbindung, wo man sich hier nicht ganz einig ist, ja, oder wo du dich hier alleine gelassen fühlst. Und du möchtest hier etwas reduzieren, was das Zwischenmenschliche betrifft. Ich glaube nicht, dass es hier darum geht, einen Kontakt zwingend abzubrechen. Ich denke, es geht hier mehr um einen Zeitfaktor, ja, also dass du hier mehr Zeit für etwas anderes benötigst, ja, also das ist hier für mich hauptsächlich das Thema und es geht jetzt eben auch darum, dass sich hier auch etwas verändern soll. Also wir sehen hier eben auch in den Blockaden, dass du dich hier auf eine gewisse Art und Weise schützen sollst, ja, also das kommt hier, denke ich, so wie ich das hier sehe, eben auch auf dich zu. Na, da wollen wir doch mal direkt in die Lösungsimpulse schauen vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Ich habe hier zentral ein Thema mit der Angst, ja, das sich hier zeigt. Also das muss jetzt nicht wirklich Angst sein, es kann auch einfach Stress bedeuten, ja, dass es hier um irgendetwas geht, das sich hier immer mehr und mehr aufbaut. Das kann hier vielleicht auch mit einem Grübeln zusammenhängen, ja, dass deine Gedanken um eine bestimmte Situation kreisen, also du hier ruhelos bist, eine innere Unruhe verspürst und dieses unangenehme Thema wird hier immer größer und größer, als es eigentlich ist. Ja, da spielen wir uns oft selbst einen Streich, ja, wenn wir uns hier zu sehr mit einer Thematik auseinandersetzen, wo wir aktuell nicht wirklich viel verändern können, ja, oder wo wir etwas vor uns herschieben. Und dann wird das immer größer. Und das Universum sagt, es geht hier darum, sich dieser Angst zu stellen. Also geht es hier offenbar um ein ganz konkretes Thema. Das kann auch etwas sehr, sehr Gutes sein. Ja, das kann auch dieser Anfang sein, der uns hier gezeigt wird. Ja, wo du hier vielleicht auch vielleicht möchtest du einen Lebenstraum umsetzen. Oder vielleicht geht es eben auch um dieses, sich auf das Wesentliche konzentrieren und dass du hier vielleicht mit der einen oder anderen Person ein Gespräch führen möchtest, eben, dass du hier vielleicht in der nächsten Zeit ein bisschen weniger Zeit hast als sonst. Das deutet hier schon auch ein bisschen auf eine Art Verstrickung hin, ja, also dass man hier vielleicht jemanden nicht unbedingt vor den Kopf stoßen möchte, ja, und das hier ein bisschen vor sich her schiebt und sich denkt, ach, das wird sich schon irgendwie ausgehen, aber irgendwie trittst du hier aktuell einfach auch ein bisschen auf der Stelle.
Und ich sehe hier aber auch, ja, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, ja, dann soll sich hier sehr, sehr bald die Ruhe zeigen. Ja, da ist irgendetwas, da ist irgendetwas hinzugekommen und das deutet hier auf eine Grübelei hin. Ja, dass du hier, ja, dass du dir hier vielleicht bestimmte Szenarien ausmalst, die sehr unwahrscheinlich sind, dass sie überhaupt jemals eintreten. Ja, also da ist es auch sehr wichtig, mein lieber Witter, dass du ins Hier und Jetzt zurückkehrst. Ja, was ist Fakt und was ist Interpretation? Das kann dir hier weiterhelfen. Schauen wir mal weiter. Ich sehe, es geht hier für manche tatsächlich um eine finanzielle Angelegenheit, denn ich habe hier zwei Karten, die darauf hindeuten. Das kann natürlich auch etwas sein, das für dich persönlich sehr wertvoll ist. Für eine ganz kleine Gruppe wird das hier vermutlich ein Erbschaftsthema sein. Aber ich denke, das wird jetzt auch nicht alle betreffen. Du weißt vermutlich ganz genau, um was es hier geht. Und das sehe ich ja auch eindeutig in Verbindung mit dieser Person, also mit dieser Person, wo du dich irgendwo alleine gelassen fühlst. Denn was sich hier auch zeigt, ist, dass man dir hier nicht so recht deinen Platz zugestehen möchte oder dass du das Gefühl hast, man gesteht dir deinen Platz nicht zu. Ich denke, das wird schon auch so sein, ja, denn ich sehe hier auch, dass du dich hier tendenziell auch ein bisschen respektlos behandelt fühlst, eben auch unverstanden fühlst, was diese Situation betrifft. Also kann ich mir hier vorstellen, dass das hier vielleicht sogar zusammengehört, ja, also diese Angst und dieses Thema, das sich hier zeigt. Und an sich ist das hier gut für dich, das soll hier unbedingt geklärt werden. Und da sehe ich auch, dass es wichtig für dich ist, mein lieber Witter, um diese Sache hier auflösen zu können oder hier vielleicht auch finalisieren zu können, dass du hier dann Raum für diesen Neubeginn hast, dass du dich hier vornehmlich auf das Ziel konzentrierst. Ja, wo soll es hingehen oder um was geht es hier? Was soll hier erledigt werden? Und versuchst, Gefühle und Emotionen hier ein bisschen hinten anzustellen. Denn ich habe auch hier den Impuls, ja, also wenn ich mir das aus dieser Perspektive ansehe. Es geht hier um irgendetwas Wichtiges und das spielen Gefühle mit hinein, die dazu führen, dass das Ganze hier ein bisschen langsamer vonstatten geht. Also Zahlen, Daten, Fakten sind hier wichtig. Vielleicht drückt diese Person auch auf den ein oder anderen roten Knopf von dir. Vielleicht ist das auch eine Person, die hier, ja, vielleicht eine Autoritätsperson in weiterer Folge, wo es dir vielleicht nicht so ganz leicht fällt, hier auf den Punkt zu kommen. Und genau das ist aber wichtig. Es soll hier irgendetwas Wichtiges geklärt werden, eben für manche wirklich eine finanzielle Angelegenheit. Und das ist etwas Gutes für dich. Aber irgendetwas ist hier schwierig, ja. Und das ist einfach wichtig, sich der Sache zu stellen. Also das sagt das Universum hier. Wir schauen jetzt hier noch ins Umfeld, mein lieber Witter, ja, was wir hier noch erfahren dürfen, was das Universum hier als Lösungsimpuls für dich vorschlägt. Wir haben hier den Hinweis auf dein Netzwerk, ja. Es gibt hier noch mehrere Personen, die man hier offenbar ja, befragen kann oder anfragen kann. Natürlich vornehmlich Vertrauenspersonen. Vielleicht geht es auch darum, diese Sache mit jemand anderem zu machen, wenn das hier irgendein Vorhaben deinerseits ist. Und ich sehe hier, dass du durch dein Umfeld hier sehr profitieren kannst. Ja, hier wird auch angekündigt, dass hier etwas Großes hereinkommen soll. Und da kann es eben, wie gesagt, um eine größere finanzielle Angelegenheit durchaus gehen. Und das Universum sagt hier, für dich als Tipp ist es wichtig, dass du hier dein gesamtes Umfeld betrachtest. Ja, du hast hier noch mehr Kontakte. Und das kann dir hierbei helfen, diese Sache auch fertigzustellen oder über die Bühne zu bringen.
Das, also tiefer kann ich hier jetzt nicht hineinsehen, aber anscheinend ist das die Hauptinformation. Und das soll auch dazu führen, dass du dich hier irgendwo schützen kannst vor dieser Person, oder dass man hier bestimmte Grenzen ziehen kann, sich oder sich abgrenzen kann. Kann auch sein, dass es hier vielleicht um eine Person geht, die hier vielleicht auch diese Person kennt. Ja, also eine dritte Person, die dir hier vielleicht weiterhelfen kann. Was man hier sagen könnte oder wie man das Ganze umsetzen könnte. Denn ich sehe hier schon, dass es um eine friedliche Lösung auf jeden Fall geht bei dir. Ja, dann schauen wir noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ja, und auf deiner Ebene haben wir hier eine Kurskorrektur und da geht es eben um diesen Lösungsimpuls, wo man sich dieser Sache stellen soll, wo hier Gefühle mit einfließen, die das Ganze hier jetzt aktuell ein bisschen erschweren. Ich meine, ich kann es verstehen, das wird hier vermutlich auch ein emotionales Thema sein, aber es ist wichtig, dass das erledigt wird, denn hier sehe ich eben auch, zum einen wird das hier weiterlaufen, bis du dich stellst, und zum anderen sehe ich ja auch, könntest du dich im Nachhinein über etwas ärgern, ja, oder vielleicht auch irgendetwas bereuen. Das heißt natürlich nicht, dass du hier Hals über Kopf handeln sollst und dich mitten reinstürzen sollst, sondern es geht darum, sich darauf vorzubereiten, sich dieser Sache anzunehmen und auf die Ziele zu achten oder ein bestimmtes Ziel zu achten, das du hier vor Augen hast. Ja, es muss hier auch nicht darum gehen, dass man zwingend einer Meinung ist. Es geht mehr darum, dass diese Angelegenheit hier erledigt wird. Ganz zentral liegt ja der Vertrag. Das bedeutet darauf hin, dass es hier für manche wirklich um eine vertragliche Angelegenheit geht. Vielleicht wird hier auch etwas vorbereitet. Und es soll hier auch etwas abgeschlossen werden. Wenn sich diese Karte zeigt, ist das auch immer ein Hinweis, ja, dass hier etwas noch nicht ganz stimmig ist bei der Sache oder stimmig sein könnte. Vielleicht ist ja auch schon eine Art Entwurf aufgesetzt worden, was diesen Vertrag betrifft. Da kann es durchaus sein, dass du hier vielleicht auch schon weißt, ja, mit was du hier nicht wirklich übereinstimmst. Es kann aber auch sein, dass hier vielleicht irgendetwas im Kleingedruckten steht. Es muss sich hier aber nicht zwingend um einen Vertrag handeln. Das kann auch eine mündliche Vereinbarung sein, ja, dass man hier vielleicht bestimmte Regeln aufstellt. Es geht hier um eine gewisse Struktur, ja, eben vielleicht bestimmte Spielregeln, wie man hier weiter vorgeht. Und das sehe ich hier auch sehr, sehr sachlich und genauso soll diese Sache auch betrachtet werden. Und das Ganze hier, das kann hier offenbar auch relativ rasch abgehandelt werden. Wichtig für dich ist, wie gesagt, dass du dich mit dieser Sache ja konfrontierst und hinsiehst. Also die Angst soll hier nämlich auch vollkommen verschwinden. Also das sehe ich hier auch, das wird relativ rasch passieren. Eben diese ganzen Szenarien, die dir hier im Kopf herumspuken. Was natürlich auch verständlich ist, dass man hier dann vielleicht ein bisschen zuwartet. Aber ich sehe hier ja eben auch, hier soll irgendetwas Großes hereinkommen. Wir haben hier auch diesen Anfang. Und dieser Anfang, der ist offenbar auch sehr, sehr wichtig, dass sich der eben auch sehr bald zeigt. Denn ich sehe hier einfach diese triste Stimmung, ja, die ist ja auch aufgrund dessen, weil dieser Anfang immer noch nicht umgesetzt werden kann. Wir schauen jetzt noch ins Umfeld, was wir hier noch erfahren dürfen. Und hier kann ich erkennen, ja, dass sich hier eine bestimmte Person zeigt aus deinem Umfeld, die dich hier unterstützen wird, ja. Das sehe ich hier geschlechtsneutral. Diese Person kann durchaus auch jünger sein als du. Es geht hier um einen bestimmten Erfahrungswert, ja, den du noch nicht gemacht hast. Vielleicht war hier schon eine Person aus deinem Umfeld in einer ähnlichen Situation und kann dir hier weiterhelfen. Denn ich sehe hier ganz eindeutig die Erleichterung liegen. Bei manchen bedeutet das auch, dass sich hier diese Anspannung, die ich auch wahrnehme, oder dieses sich alleine fühlen, dass sich das hier auflösen kann und hier diese Verbindung in eine Heilung geht. Also generell sehe ich hier eine Erleichterung. Es kann auch sein, ja,
Also das könnte auch auf deine Situation zutreffen, dass es hier um einen Expertenrat geht, wo vielleicht eben vielleicht eine Finanzberatung, vielleicht geht es ja auch um eine juristische Beratung, ja, in dieser Angelegenheit, ja. Da, wie immer mein Hinweis, eine Kartenlegung kann natürlich keine professionelle Rechtsberatung zu keinem Zeitpunkt ersetzen, ja. Aber das kann hier durchaus auch sein. Vornehmlich sehe ich aber hier für die allermeisten, dass das hier eine Person aus deinem Umfeld ist, die du aktuell noch nicht wirklich am Schirm hast, die dir dabei weiterhelfen soll und sich hier dann in dieser Angelegenheit, die so verzwickt ist, dann sehr, sehr bald eine Erleichterung zeigen soll. Und hier haben wir ja auch schon den Abschluss. Aber achte bitte, bitte, bitte ganz genau darauf, dass du hier wirklich zu 100% zufrieden bist mit den Vereinbarungen, die hier getroffen werden. Eine spannende Legung, mein lieber Witter. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.